So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme. Ni no Kuni! Ja, wir sind hier das letzte Mal mit unserem guten Oliver stehen geblieben und seinem neuen Freund Tröpfchen, dem großen Großmeister der Elfen oder Feen. Bevor wir jetzt ins Schloss gehen, würde ich doch nochmal gerne ein bisschen kämpfen. Das haben wir jetzt so selten. Also, ich glaube, 2, 3 Kämpfe hatten wir bis jetzt. Uroboros. Ja? Okay. Zack! Zack, Vollluftfress! Zack! Weiter, komm! Bäm! Also ich würde sagen, wir machen jetzt noch... Ja, 3 Erfahrungen. Und ein Kugelei. Wir machen jetzt noch ein Level up. Ich will schnell gucken. Eure Blüten verleihen den Wissen, wo die Pflanze wächst. Ein farbenfrohes Antlitz. Okay, keine Ahnung, was ich machen muss. Frisches, kugelförmiges Ei mit Nährstoffen vorgepackt. Wichtiger Bestandteil jedes Frühstücks. Ich muss auch gucken, wir haben bloß noch 21 HP. Die regeneriert sich ja nicht von alleine. Was nicht schlimm ist. Kleiner Kleffer. Let's do it. Ja, okay. Alter. Au, 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 au. Dir hau ich eins. Waffel, du. Ich glaub, du spinnst. Hör auf. Au. Stirb. So. Voll mit dem Ding. Eins über der Schädelzoge. So muss das laufen. Der gibt dann aber auch 4 Erfahrung, was ganz gut ist. Und 3 Geld. Also ich vermute ja, dass... noch ein Kleffer, dass ich mir den neuen Zauberstab kaufen muss. Deswegen, das ist nur Spekulation, aber kann ich ja hier gleich auch schon mal anfangen, ein bisschen Geld zu sammeln. Alter. Okay, also wenn ich auf Angriff drücke, bleibt er, das ist mir in der letzten Folge auch schon aufgefallen, er bleibt nicht auf Angriff, sondern es läuft ein Timer ab. Und okay, das ist die Frage, wie viel Energie haben wir noch? 17. Da ist jetzt die Frage. Flasche Quellwasser. Mir ist nicht klar, woran ich erkenne, wie stark die Gegner sind. Ich werde jetzt sicher nicht zu denen da oben hinrennen. Da wahrscheinlich dann eh drauf gehe. Guck mal, da oben blinkt wieder was. Wahrscheinlich finde ich da jetzt nochmal eine Blume. Die nehmen aber trotzdem mit. Ein Weidenwurz. Das ist bestimmt auch irgendwann Bestandteil der Quest, dass ich da die Orte finde, wo... Aber hier, guck mal, den kann ich doch bestimmt platt machen. Ich sehe zwar nicht vor oben nicht, was du bist. Ein Uroboros. Der sich in den Schwanz beißt. Zack. Stirb. Wenn ich sterbe, ob ich dann wieder einfach nur resettet werde? Ah, neue Stufe. Das wollte ich doch haben. Oder... Oder ob ich dann wirklich... Verdammt, das ist die Karte. Ah. Die Gegner respawnen auch, sehr schön. Ob ich dann wieder resettet werde oder ob ich quasi den Spielstand laden muss, was dann doof wäre, weil das halt ziemlich viel Zeit dann verloren geht dadurch. Wir gehen jetzt einfach mal nach Katzbuckel. Ich habe den anderen lustigen Namen schon wieder vergessen. Aber sagt er bestimmt gleich nochmal. Rangity Dang Dang. Irgendwie sowas. Oh, wir kommen gar nicht rein. Looks to me like a classic case of brokenheartedness. Brokenheartedness? You mean that thing you were talking about before? That's right. The brokenhearted are people who've had part of their hearts stolen. Poor souls just aren't themselves. Go all weird and useless they do.
So his heart was broken by... Keep up, will you? Shadar, innit? If anyone tries to stand up to him or does anything he doesn't like, he breaks their hearts into pieces so they can't put up a fight. Jeepers. But if he stays that way, we can't get into Ding Dong Dell. Ding Dong Dell, genau. Okay, dann solltest du ihn wohl besser heilen, oder nicht, Olli? Zeit, dein erstes gebrochenes Herz zu flicken. Flicken? Aber wie mache ich das denn? Nun, dazu bist du noch nicht ganz bereit. Wir brauchen erst noch ein paar Dinge. Aber ich kenne einen alten Mann, der genau das hat, was wir brauchen. Bin ganz schön nützlich, was? Naja, einen alten Mann? Was für einen alten Mann? Was soll das heißen? Was für einen alten Mann? Den alten Mann natürlich. Lebt im Wald nördlich von hier. Ziemlich finsterer Wald. Der Wald. Deshalb heißt er auch der finstere Wald. Klingt logisch. Okay. Also du bist ja, du bist noch okay. Hopp, hopp, 1, 2, 1, 2. Du willst in die Stadt, nicht wahr? Es tut mir leid, aber das ist gerade nicht möglich, wegen meinem Kollegen, du verstehst. Er ist seine Verantwortung, die Leute hineinzulassen. Was, es ist seine Verantwortung, die Leute hineinzulassen? Aber in letzter Zeit weigert er sich einfach. Er sagt, das sei ihm viel zu viel Aufwand. Was bist du denn für ein Spacken? Okay, mehr sagt er nicht. Naja, gut. Dann müssen wir wohl oder übel in den finsteren Wald, der sehr finster ist, scheinbar. So, der ist da hinten. Hoffe ich mal. Da ist ein Pilz, den wir noch plätten. Hat. Zack! Vorhüt! Eine Flugpause. Okay, wir greifen an. Wie ein Nickerchen. Hör auf damit. Zack. Krieg Scheins auf der Dates drauf da. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass da wohl auch so ein bisschen Pokémon mit drin sein soll. Also man kriegt, das sind wahrscheinlich die Begleiter, wo ich auch dann die Goldenen mir holen kann durch die Special Edition. Wo rennst du denn hin? Ich bin mal gespannt, wann die kommen. Wahrscheinlich im Finsterwald. Zack. Zack, komm schon. Nein, nein. Oder ob ich mit dir auch fangen kann, die normalen Monster, das wäre cool. Ah, wobei, dann müsste ich die wahrscheinlich wieder irgendwie kombinieren, dann im Endeffekt. Ach du meine Güte, ich muss da oben hin. Okay, der ist doch schon ein Stückchen weiter weg. Da werden wir noch ein paar Kämpfe machen können. Auf dem Weg kriegen wir bestimmt nur noch das Level 4 hin. Du bist ein Mähdrescher. Also die Monster sehen doch schon mal ganz süß aus, muss ich sagen. Das sah jetzt nicht aus wie ein Schaf, aber es macht trotzdem Mähdrescher. Dann heißt auch Mähdrescher. Gibt aber auch nur 5 Erfahrungen. Ich schätze mal, dass ich die fetten Erfahrungspunkte von den Viechern nicht kriegen werde. Und das ist, sieht aus wie eine Art Höhle. Okay. Komm schon. Jetzt kriegst du es richtig. Richtig kriegst du es. Komm nochmal. Zack. Schweißtreibend, ja? Ja. Okay. 4 Erfahrungen. Das dauert ja ewig hier. Gut, da muss ich wahrscheinlich nicht rein. Ich muss wirklich wahrscheinlich... Oh, oh. Eine übergroße Ratte. Rhinosaurus. Ein Mini-Rhinosaurus. Waren das nicht die vom Anfang? Der hält ja gar nichts aus. Da ist ja der Klefferstärker.
Waren das die Viecher vom Anfang, quasi wenn sie ausgewachsen sind, die uns fast überrannt hätten? Wo wir ganz schnell wegrennen wollten und dann auf den Boden gekauert sind, wie ängstliche Hühner? Ich glaube, das war genau das. Junge! Da komme ich ja gar nicht voran hier. Also die Welt scheint wirklich groß zu sein. Sehr groß. Was steht da? Fratzspatz? Fratz. Doch, Fratzspatz. Ach du meine Güte. Zuckersüß und Bonbon. Hast du mich gerade gepickt, du Sau? Wenn ich zaubern könnte. Also Angriffszauber und so. Oh ja, aber einen besseren Zauberstab. Ich habe. Ich muss irgendwie da lang. Dass das der Eingang für den finsteren Wald. Flaubpause. Flaubpause. Zack. Bäm, Junge. Was ist daneben? Ey, meins. Oh. Oh, gerade so. Komm schon. Ach, eine Erfahrung, Leute. Ist ein Witz, das lohnt sich ja gar nicht. Ich glaube, ich bin richtig. Und hier geht's in den Finsterwald. Finsterer Wald. Da gehen wir jetzt rein. In den finsteren Wald. Wo es finster ist. Und dunkel. Forst. Ach, Forst der Fabeln. Der finstere Wald. Schick. Auch ein bisschen Licht kommt ja durch. So finster ist er jetzt ja nicht. Sieh mal einer an. Ein Meilenstein. Das ist praktisch. Ein Meilenstein? Yep. Junge. Das sind uralte Steine, weißt du? Kannst du benutzen, um deine bisherigen Abenteuer festzuhalten. An gefährlichen Orten wie Wäldern kannst du dich nicht einfach auf den nächsten Felsen hocken und deine Memoiren schreiben. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Fragt er. Junge, geht's noch? Weil da von grässlichen Viechern nur so wimmelt oder etwas nicht. Wirklich? Das klingt aber gruselig. Daran wirst du dich schon gewöhnen, Junge. Junge! Aber denk dran, du kannst deinen Fortschritt nicht einfach überall speichern. Ich erkläre dir das kurz. Berührst du einen Meilenstein, werden deine Magie und Gesundheit voll wiederhergestellt. Nicht schlecht, oder? Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber das ist noch lange nicht alles, Mann. Die kleinen Prachtstücke lassen dich auch deinen Fortschritt speichern. Da freut sich der Wandersmann, oh ja. Deshalb solltest du bei jedem Meilenstein Halt machen und das Ding auch benutzen. Sicher, sicher, oder nicht? Okay, Tröpfchen. Schick, das höre ich gern. Hoffentlich tust du auch, was du gesagt hast. Gut, und jetzt auf zum alten Mann im Wald. Nein. Erstmal. Schau mal, die Dinger sind echt praktisch. Mit ein bisschen Glück kannst du die auch irgendwann mal benutzen. Okay, die kann ich noch nicht benutzen. Aber die. Ja, schick. Fortschritt speichern? Ja, bitte. Halt. Ja, komm, so fair hab ich auch nicht gemacht. So, jetzt können wir weiter. Bin mal gespannt, was die anderen Dinger sind, wo ich vielleicht später mal benutzen kann. Oh, ja, Zweigung. Ich will aber da lang. Was treibst du denn, der Mann, der alte Mann? Ach, was treibst du denn, Mann? Verdammt, du redest zu schnell. Junge. Also ich kann mich hier in den Wäldern noch nicht frei bewegen. Mr. Drippy! Wait for me! Vollidiot. Ach du meine Güte. Jeepers. Ein Baum mit Mendengesicht. Oh, Drippy, it's you. And to what do I owe the pleasure? Well, I got a visitor by her from another world, see? And what it is, I was wondering if you might lend us a bit of a hand, like. Oh, I should have known. You only ever come to see me when you are in need. Sorry, your tall ship. You know I'm always very grateful. Hmm.
This boy. Ah, spotted it. Did you hear your bark ship? Well, well. The pure-hearted one. He who will drive out the darkness. And Rippy, you mean to... That's right, your ancient ship. We're off to give Shadar a right royal hiding. You? Why? As reckless as ever, I see. Very well. You shall have my aid. But first, we had better give the boy a familiar. Ah, jetzt kriegen wir ein Familiar. Oh, yeah. Clean forgot I did. He's right, Dolly boy. It might be a bit early, but I suppose we better teach you how to conjure up familiars, innit? Familiars? Yeah, familiars. You're in our world, you can magic up little fighting creatures from your heart, see? They're called familiars. Where we're going, the beasties are only gonna get bigger and meaner. So, you're gonna need a helping hand, or claw, or beak, or tentacle. Can I really do it? Cool. Well, there's only one way to find out. You want to help your mom, don't you? Sure I do. Well then, grab your wizard's companion and turn to the page marked Form Familiar. Aber Tröpfchen, der Zauber Vertrauten rufen steht hier gar nicht drin. Wie bitte? Der Junge hat recht. Sieh dir seinen magischen Begleiter mal an. Etliche Seiten scheinen darin zu fehlen. Wirklich? Verdammt mich! Heißt das, ich kann den Zauber nicht benutzen? Hohoho, ganz so machtlos bin ich nun auch wieder nicht, junger Mann. Oliver, stimmt's? Lass mich mal sehen. Vertrauten rufen. Ah, hier. Ein Geschenk für dich, Oliver. Hast du jetzt die Seite aus meinem Buch, oder? Ich raff's nicht. Also es scheint, unser magischer Begleiter ist nicht vollständig. Du hast eine Seite mit dem Zauber Vertrautenrufen erhalten. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn da alles schon drinstehen würde. Okay, vielen herzlichen Dank, Gevatter Eiche. Die entsprechende Seite für einen Zauber zu besitzen bedeutet aber nicht, dass du ihn auch anwenden kannst. Manche Zauber sind für gewisse Zauberer einfach nicht bestimmt. So ist es nur einmal. Darüber solltest du dir den Kopf jetzt nicht zerbrechen. Aber nicht zerbrechen, Junge. Probier einfach mal vertrauten Rufen aus, okay? Natürlich, Tröpfchen. Okay, ah. Ich als Schwab, ich finde ja den Zauber super. Weil, da kostet nichts. Ha! So gut. Work, Ollie boy. Look at that. A warrior from your very own heart. A familiar. This is a familiar? That's right. The fighting spirit inside you made flesh. A soldier of your soul. And he can really help me fight? Ooh. Ooh. And the stronger you get, the harder he's gonna hit as well. Wow. Ah, wow. Okay, das heißt wieder, wir müssen ein bisschen trainieren gehen. Das ist also ein Vertrauter, was? Ich glaube, den kriege ich in Gold. So wie es auf meinem Game-Add-on-Content aussieht. Es ist ein Might. Und den kann ich mir auch in Gold holen. Bin ich mal gespannt. Sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Und er kommt mit uns? Ganz recht, Uli. Je mehr, desto besser, oder nicht? Du solltest dem Kerlchen noch einen Namen verpassen. Okay, wir nennen den nicht Wichtel. Ich bin da mal krass. Und nenne den einfach... Jetzt fällt mir natürlich der YouTube-Name nicht ein. Ach, egal. Ich fange jetzt einfach mal mit hier. Mit diesem hier an. Moment, wo hab ich denn? Bist du sicher, dass du den Wicht Pulalamus nennen möchtest? Ja, möchte ich.
Oliver, wir können dich nicht nur mit diesem verdorrten Zauberstab gewappnet in die Wildnis schicken. Ich habe ein paar Zauber für dich, die dir im Kampf helfen werden. Der erste ist ein stärkender Zauber namens Lindernde Hand. Du hast an der Seite mit dem Zauber Lindernde Hand erhalten. Okay. Schick, das ist der nützlichste Zauber für Abenteurer auf Reisen. Kratzer, blaue Flecken, Verstauchungen, Platzwunden, alles kein Problem für Lindernde Hand. Ach, das hört sich ja so an, als würde ich mir demnächst dauernd wehtun, Tröpfchen. Und dies ist die Gabe des flammenden Infernos, Feuerball. Schick, der schießt einen kleinen Ball aus Feuer. Pflanzenartige Bösewichte hassen Feuer. Mann, sogar der alte Baumheini hier hat Angst vor Feuerball. Tröpfchen, wie kannst du es wagen? Du würdest diesen Zauber nie gegen mich richten, nicht wahr, mein Junge? Aber natürlich nicht, Gevatter Eiche. Oh, wir haben Feuerball. Okay. Steht auch in meinem magischen Begleiter drin, finde ich lustig. Nun kannst du jederzeit Viereck drücken, um das Zaubermenü aufzurufen. Du kannst einen Zauber wie Lindernde Hand jederzeit benutzen, Feuerball ist jedoch hauptsächlich für den Kampf gedacht. Aber jeder Zauber kann sich in bestimmten Fällen als überaus nützlich erweisen. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das heißt für mich so viel wie, ja, es gibt manchmal Stellen, wo ich auch Feuerball außerhalb des Kampfes benutzen muss. Wenn du nicht mehr weiter weißt, solltest du vielleicht mal dein Magie-Repertoire durchgehen. Vielleicht findet sich da ein Zauber, der dir aus der Klemme hilft. Du kannst jetzt Zaubermenü benutzen. Okay. Und was für ein Zufall, da kommt wahrscheinlich gleich ein Gegner. Think what you want him to do and he'll do it. It's as easy as falling off a log, man. Okay. Just think what I want him to do. Here goes. Okay. Muss ich jetzt nicht mehr selber kämpfen? Come on. Wunderbar, Olli. Zeit, dass du lernst, wie man Vertraute im Kampf verwendet. Erstmal musst du dich entscheiden, wer kämpfen soll. Du oder der kleine Kumpel. Wo wir ihn schon erschaffen haben, sollten wir noch einsetzen. Wähl ihn Maus! Okay, schick. Und jetzt ab ins Kampfgetümmel mit dem Knirps. Oh ja, da siehst du den Kreis da links oben? Das ist die Ausdaueranzeige von deinem Vertrauten. Das Ding zeigt dir, wie lange der noch weiterkämpfen kann. Alles klar? Je länger du ihn rackern lässt, desto kürzer wird die Ausdaueranzeige. Wenn die leer wird, ist der Arme so kaputt, dass er nicht mehr kämpfen kann. Traurig, oder? Bevor es soweit kommt, solltest du den Kleinen also zurückrufen und ihm Ruhe gönnen mit L1, okay. Oh, und da gibt's sowas, du über Vertraute wissen solltest. Siehst du das kleine Symbol hier? Das ist sein Zeichen. Ah, okay. Wir haben das gleiche Zeichen. Das ist sowas wie ein Sternzeichen, aber es gibt nur vier davon. Sonne, Mond, Stern und Planet. Und die bei Sternzeichen passen ungleiche besser zusammen. Nutze das im Kampf aus. Dann wären da die Tricks. Das sind echt mächtige Fähigkeiten, so ähnlich wie Zauber. Schnitter. Und genau wie Zauber kosten sie dich MP. Die Kosten stehen gleich daneben. Ein Wirbel aus wahllosen... Ach, verdammt. Okay, aber du darfst nicht vergessen, dass du und deine Vertrauten euch MP und LP teilt. Benutzt ein Vertrauter einen Trick oder kriegt einen üblen Treffer ab, sinken deine MP und LP. Mann, oh Mann, das sieht man... Das ist meine lange Lektion, was? Zum Schluss gibt es einen Tipp, der echt top ist. Die Ausdauer von Vertrauten sinkt ständig, also müsst ihr regelmäßig die Plätze tauschen. Du kannst das machen, wann du willst. Drücke dazu einfach L1, klaro? Jetzt höre ich aber mit dem Gequatsche auf, ehe ich uns beide zu Tode langweile. Zeit für deinen großen Auftritt. Auf geht's, Jüngchen. Okay. Yeah, Mann! Zack! Double Six. Okay, Angriff. Auf den hier. Hau auf, komm! Weiter, weiter! Nein? So. Jetzt ich. Und zack! 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 Ja, sehr gut. Ich wollte eigentlich noch mal kurz zaubern, aber egal. Ja, schick. Gefällt mir. Wenn die sich jetzt noch irgendwann entwickeln und ich die nicht kombinieren muss... Mit irgendjemandem? Dann finde ich das sehr gut. Neue Stufe. Stufe 2. Ja, Pudalamus. Und jetzt weißt du auch, wie man mit Vertrauten kämpft, oder Olli? Um ein echter Champ zu werden, musst du lernen, wann du deinen Vertrauten von der Leine lassen solltest. Und wann du besser selbst das Heft in die Hand nimmst.
Ich werde mein Bestes tun, Tröpfchen. Wupp, weg ist er. Oh, und wenn er mal nicht am Kämpfen ist, hängt der Racker ganz gemütlich im Kreaturenkäfig ab. Im Kreaturenkäfig kannst du deine treuen Vertrauten mit schmackhaften Leckereien verwöhnen. Es gibt jede Menge Leckereien zur Auswahl. Manche verbessern ihre Fähigkeiten, andere können ihnen sogar neue Tricks beibringen. Schick, gibst du den Kleinen genug von ihren Lieblingsspeisen, stärkt das die Bande der Vertrautheit und du kannst ihre Fähigkeiten noch weiter steigern. Aber stopf sie nicht zu sehr mit Süßigkeiten voll, sonst sind sie am Ende noch übersättigt. Man soll es mit der Peppelei nicht übertreiben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber merk dir fürs Erste einfach, dass du dich im Kreaturenkäfig um deine Vertrauten kümmern kannst. Kreaturenkäfig kapiert. Ich werde mich gut um ihn kümmern, das verspreche ich, Tröpfchen. Okay. Kreaturenkäfig. Oh, hätte ich beinahe vergessen. Wir wollten dich was fragen, eure Hochzeit. Im Katzbuckel steht ein Wachmann mit gebrochenem Herzen, weißt du? Mit gebrochenem Herzen, sagst du? Shadars böse Macht breitet sich immer weiter aus. Ihr braucht also genau eure Hocheich. Euer Hocheich. Hoheich. Verdammt, bist ganz schön fix, hast's immer noch nicht drauf, was? Nur Geduld, kleines Tröpfchen. Natürlich habe ich das. Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass es hier irgendwo ist, Verflixt doch eins, du hast sie doch hoffentlich nicht verloren, oder? Verloren? Eine Frechheit. Ich habe sie sicher verwahrt, zwischen meinen höchsten Zweigen. Da oben herrscht ein ziemliches Durcheinander. Während ich danach suche, könntet ihr mir einen Gefallen tun. Ich habe doch gesagt, dass wir es eilig haben, oder nicht? Wir haben keine Zeit für... Tröpfchen, wir sollten Gevatter Eiche helfen. Schließlich hat er uns diese Zauber gegeben. Wie erfrischend, einem derart verantwortungsbewussten und ehrlichen jungen Mann zu begegnen. Na schön, hab's kapiert. Also sag an, was sollen wir für dich tun? Nun, es geht um den Wächter dieses Waldes, versteht ihr? Der Wächter, wie? Was ist los mit dem ollen Knacker? Er ist in letzter Zeit leider etwas ungebärdig geworden. Und er vernachlässigt seine Pflichten. So, das ist nicht gut, was? Wir sollen dir wohl besser helfen, ihm Manieren beizubringen, hm? Der Wächter klingt wie ein harter Kerl. Das kannst du laut sagen, der ist viel stärker als normale Viecher. Aber jetzt hast du ja einen Vertrauten auf deiner Seite, Junge. Wird schon schief gehen. Außerdem, wenn du Shadar besiegen willst, kannst du es bei so einem publichen Wächter nicht einfach kneifen, oder? Okay, ich mach es. Wie liebenswert von dir. Der Wächter hält sich im tiefsten Teil des Waldes auf, jenseits der Flüsterfälle. Viel Glück. Verbeugung? Erst Zauber, jetzt Vertraute. Du wirst doch ein waschechter Zauberer, Olli. Oder Olli? Scheint so, ja. Na, dann sieh dir deinen neuen Freund doch mal an, was? Und wie geht das, Tröpfchen? Kinderspiel, Mann. Also dazu. Guck mal ins Hauptmenü rein, da kannst du Freunde und Vertraute sehen. Da findest du alle möglichen Infos über deine Fähigkeiten und die von deinen Vertrauten. Sieht ein bisschen kompliziert aus und es gibt eine ganze Menge Optionen, ehrlich gesagt. Aber das hast du bald raus, Mann. Der ganze Zaubereikram ist noch neu für dich. Du kennst also nicht alle Kniffe, verstehst du? Aber wenn du weiter gegen Monster kämpfst, wirst du mit der Zeit stärker und steigst Stufen auf, kapiert? Du lernst sicher bald ein paar neue Freunde kennen und so weiter. Also vergiss nicht, dir unter die Lupe zu nehmen, wie ich dir gezeigt habe. Alles klar, Tröpfchen. Deine Freunde und Vertraute können jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. So, man kann mal gucken. Ich kann bloß 3, oder was? Bonus auf Genauigkeit. Nährwert. Ich lasse das erstmal. So. Prüfe Attribute und Ausrüstung deiner Mitstreiter. Okay. Ein Zweig, der nahe Odys Haus lag. Undeutliche Symbole zieren ihn. Plus 2 plus 5. Die kann ich auch separat ausrüsten. Okay. Gut. Dann gehen wir mal gucken. Achso, halt, nein. Hier ist nur die Eiche. Okay. Also du siehst voll creepy aus, ey. Bist zwar nett, aber irgendwie machst du mir Angst. So. Und jetzt muss ich bestimmt die andere Abzweigung nehmen, wo ich vorhin nicht lang wollte, konnte. Ich probier's einfach mal. Ja, dachte ich mir.
Okay. Oh, eine Kiste. Kiste. Meins. Ein Weißbrot. Na klasse. Ich hätte lieber eine neue Waffe. Hehehe.